Willkommen im Landefeld Online Magazin. Richtig abdichten mit Teflon-Dichtband. Teflon-Dichtband, eine Verschraubung. Das Ganze wird aufgesetzt. Fest und dicht. Langweilig? Sie haben recht. Nicht langweilig ist das, wenn sich das Teflon-Dichtband wegschiebt oder wenn Fasern davon in die Leitung hineingeraten. Oder wenn das Ganze undicht ist und in Öl oder Säure oder sonst irgendetwas über die Hand läuft. Damit das nicht passiert, zeige ich Ihnen, welche 5 Punkte zu beachten sind, damit das Teflon-Dichtband richtig sitzt. Zum Ersten, es wird mit der Gewinderichtung aufgelegt. Zum Zweiten, der erste Gewindegang bleibt frei. Das heißt, ich ziehe nicht hier rüber über den ersten Gewindegang, sondern lasse den ersten Gewindegang frei. Dadurch erreiche ich, dass kein Teflon-Dichtband in das Rohr selber hineinkommt und später ein Ventil verstopft. Wie viel Dichtband nehme ich nun? Bei einer Standardqualität von 60 Gramm empfehle ich 7 Schläge. Es wird dann abgerissen, eingerieben, aufgedreht von Hand, festgezogen mit dem Werkzeug, bis wir einen deutlichen Drehmomentanstieg haben und damit ist das Ganze dicht. Jetzt gibt es bei Teflon-Dichtband die Möglichkeit, das nachzustellen. Die besseren Qualitäten, also insbesondere die, die eine DVGW-Prüfung haben, können 45 Grad nachgestellt werden. Unter Nachstellen ist zu verstehen, dass ich 45 Grad das Ganze zurückdrehe und die Verbindung ist immer noch dicht. Die Top-Qualität beim Teflon-Dichtband kann sogar 90 Grad nachgestellt werden. Hier vorne sind ein paar Muster aufgebaut. Das blaue Dichtband ist eine ganz, ganz einfache Qualität, nur für Wasser geeignet, 25 Gramm pro Quadratmeter. Das ist die Standardqualität, die kennen Sie, 60 Gramm pro Quadratmeter ist für kleine Gewinde M5 ein Achtel, ein Viertel, drei Achtel schon geeignet. Etwa 7 Schläge, um das Ganze dicht zu bekommen. Hier können wir Gas mit abdichten. Dann haben wir die bessere Qualität. 100 Gramm pro Quadratmeter. Hier haben wir auch schon die Möglichkeit, Dampf mit abzudichten. Also mit 3 Schlägen ist teilweise eine Verbindung dann schon dicht. Und zu guter Letzt haben wir die Top-Qualität, ebenfalls 100 Gramm. Hier ist dann auch eine Sauerstoffzulassung mit enthalten. Um diese Qualitäten mal zu zeigen, nehme ich ein kurzes Stück von der ersten und von der mittleren Qualität. Und zeige Ihnen die technischen Unterschiede. Die erste Qualität, 25 Gramm. Ich ziehe das hier auseinander und es zerfasert mir praktisch zwischen den Händen. Die mittlere, bessere Qualität mit 100 Gramm pro Quadratmeter kann ich richtig regelrecht wie ein Kaugummi auseinanderziehen. Und wenn es hier an eine Streckgrenze kommt, steigt das Moment sogar nochmal an. Man sieht hier also deutlich den Qualitätsunterschied. Eine zweite Möglichkeit, den Qualitätsunterschied zu erkennen, ist wieder hier die 100 Gramm Qualität in Gelb, hier die ganz einfache Qualität 25 Gramm und ich rubbel jetzt einfach mal daran. Und Sie sehen, hier bilden sich Knöllchen, hier löst sich das Material auf. Das ist das, was die Undichtigkeit bringt, wenn man etwas zurückstellt. Die gleiche Kraft auf die 100 Gramm Qualität aufgebracht, da passiert nichts, das bleibt stabil. Hier möchte ich Ihnen mal ein Muster zeigen, das ich mit allen Dichtbändern ausgestattet habe. Eine Druckprüfung, das Ganze ist jetzt dicht und jetzt stelle ich alle 4 Anschlüsse jeweils eine Viertelumdrehung zurück. Hier habe ich jetzt das Ganze zurückgestellt und mache eine Dichtheitsprüfung und Sie sehen, bereits nach 45 Grad Rückstellung kommt es hier zur Leckage bei der ganz einfachen Qualität. Als letztes Produkt haben wir Teflon-Dichtfaden. Die Besonderheit bei der Verarbeitung von Teflon-Dichtfaden liegt in einem diagonalen Aufwickeln. Ich zeige das mal hier mit dem Aufsetzen hinein in den zweiten Gewindegang. Und dann wird diagonal dieser Teflon-Dichtfaden aufgewickelt. Und dabei nimmt man etwa 15 bis 20 Schläge, also doppelt so viel wie im Vergleich mit dem normalen Teflon-Dichtband. Von Hand aufschrauben.
anziehen bis zum Drehmomentanstieg und es ist genauso dicht wie Teflon-Dichtband. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte besuchen Sie uns wieder auf www.landefeld.de. Weitere Informationen finden Sie dort unter dem Begriff Dichtband. Vielen Dank, auf Wiedersehen.